Moin Leute und allerherzlichstes Willkommen zum aktuellen Fairy Tail Preview auf Folge 202. Gleich mal vorneweg eine Sache zur Fairy Tail Folge. Es gibt eine Sache, die mich an Animes stört, weil sie da einfach nicht vorkommen sollte. Das ist jetzt etwas ernster das Thema. Ja, auch so etwas gibt's bei mir. Ja, man sollte einfach nicht zu sehr auf Kinderpornografie umschwenken. Und ich meine, im Fall von Wendy und Sherlia ist gleich in der ersten Sequenz vom Trailer, das sollte man einfach nicht tun. Ich meine, die beiden sind 12 oder so. Und Sherlia, was ist mit der los? Hat die ein übernatürliches Brustwachstum oder warum hat die mit 12 schon Doppel-D oder was? Ja, aber das sollte einfach nicht gemacht werden, weil was bringt es denn? Es ist zwar schön, ich habe nichts gegen schöne Anime-Charaktere, vor allem nicht, wenn sie volljährig sind, aber das sollte man jetzt wirklich nicht übertreiben und dann noch auf die ganz kleinen Anime-Teilnehmerinnen übertragen. Das vorweg, allerdings komme ich jetzt zur Folge, weil Fairy Tail ist ja nicht ein Anime, der kinderpornografiesüchtig ist, sondern eher ein Anime, der uns alle mit epischen Kämpfen und sonstigen flashen will. Die nächste Folge wird allerdings eher keine Nicht-so-Flash-Folge, sie wird eher ein bisschen Dämlichkeitsfolge. Ich meine beim Titel irgendwas mit Frosch kehrt zurück oder sowas, da kann man sich doch denken, dass das nicht viel mit Kampf oder so zu tun haben wird. Jo, was sieht man gleich mal vorweg? Sting ist der neue Master von Sabertooth und das erste, was sie machen, ist, wie schon gesagt, Bullshit, weil nämlich anscheinend Frosch abhanden gekommen ist, weswegen Rouge aus welchen Gründen auch immer dann halb Amok läuft von seinem Kopf her. Dann gleich mal Yukino und die Titten fasst, die ist wieder in der Gilde. Wer hätte es gedacht, war ja nur eine von den guten Freundinnen und der alte Master war ein fettes Arschloch. Dann schlägt Sting Rouge erstmal nieder und Rouge ist vollkommen durcheinander, weil Frosch nicht mehr kommt und alle. Frosch ist ja der Typ, der dumm ist wie Brot. Ich meine, welche Katze zieht sich an wie ein Frosch und sagt auch nichts anderes, außer Frosch ist auch dieser Meinung. Und deswegen läuft Rouge eben zusammen mit Sting und Yukino durch die Gegend und die schreit alle möglichen Leute an, zum Beispiel auch Wendy, weil Baum. Vielleicht haben die irgendwas damit zu tun, dass er abhanden gekommen ist, aber Rouge ist auf jeden Fall scheiß sauer. Rouge begegnet auf seinem Weg nach Hause, oh mein Gott, wie sieht das an? Das hört sich an wie so ein Kinderanime. Rouge begegnet auf seinem Weg nach Hause dann auf jeden Fall noch Ursa, die sich dann aus welchen Gründen auch immer ein Froschkostüm anzieht, was übrigens recht cute ausguckt. Das ist dann wieder das, was ich an Fairy Tail toll finde, da gibt es recht viele hübsche Frauen. Dann kommt zwischendrin noch eine Anmerkung von Happy, nämlich dass Frosch eben ziemlich hohl ist und dass er allein nie nach Hause finden wird. Und dass er der König des Verlierengehens ist und dass das eben nicht so gut ist, weil dann findet er nicht mehr nach Hause. Dann sieht man Frosch am Ende von der Sequenz noch vor einer Tafel stehen und gucken. Ich glaube, der guckt nach dem Weg oder nach irgendwie sowas. Und dann tun Natsu und Happy noch ausmachen, dass sie Frosch wieder suchen gehen. Alles in allem, die nächste Folge wird nicht sehr Hauptstory-lastig und wird hauptsächlich zwischen Fairy Tail und Sabertooth ablaufen. Die beiden Gilden, die sich ja jetzt durch die großen magischen Spiele und durch die Drachenapokalypse näher gekommen sind, was Verständnis füreinander und auch Freundlichkeit angeht. Denn eigentlich sind sie im Herzen so ziemlich gleich. Bloß Minerva und ihr komischer Vater, die hatten irgendwie einen Vollschlag. Also das war sehr komisch. Jo, also dann würde ich mal sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Förster. Ciao.